Renstroweg 3. Die Einstellung übrigens, dass er automatisch den günstigsten Teller zu Beginn wählt, wenn ich hier mit Antrona spiele. Ob das wirklich der Fall ist, bin ich mir nicht so sicher. Gab schon Sachen, als der Startbild schon da war und dann hier runtergezählt wird, bis der Kampf losgeht, wo ich mir sagte, oh yes, hier zum Beispiel grün ist viel, den hätte ich gern. Und dann drücke ich und bin irgendwie auf gelb drauf und nur drei Teller damit. Weißt du die stärksten Teller, die wir aktuell kriegen können? Schmeiß mal an. Ist das hier weiß oder was soll das sein, wenn es funzelt? Blau hatte, war es irgendwie zu spät. Nur popelige zwei Teller. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, der Cursor wird langsamer, wenn man irgendwie über 25 oder über 20 hat. Ist gut. Ich wollte gerade noch den Blitz anwerfen. Schade. Du hast Celia besiegt. Da hatte ich sowieso wenig Chancen. Jetzt verschwinde schon. Ich muss unbedingt weiter. ...46 reicht, woran es. Höchstens 200 Sushi essen und nie höher als 20 Teller. Ah, toll. Wie gesagt, Rang S und auch jetzt die Sterne hätten wir mal früher einfallen können. Kann ich auch im Anschluss nachholen. Trockenmuschel. Renstroweg 4. Der Bildschirm hier müsste sich perfekt eignen, um mal eine kurze Pause einzulegen, dass es im Schnitt nicht auffällt. Schauen wir mal. Na dann. Diesmal hat der Pink ja relativ gut ausgewählt. Da war eine Menge Teller da. Kann auch sein, dass ich meinte, dass ich manchmal das Gefühl habe, er wählt mir den falschen Teller aus. Dass ich von da aus wahrscheinlich in die falsche Richtung starte und deswegen nur wenig Kram zusammenkriege. Ist dann also meine Blödheit. Schneller werden ist nicht unbedingt ein Nachteil, wenn er das macht. Also nicht immer. Grün, grün! Und ich krieg alles außer grün, großartig. Und ich habe schon wieder keinen Blick auf meine Geister. Das ist eine Menge Pink. Jetzt hat er die ganzen Grünen aus der Mitte mitgenommen, der Idiot. Warum Mitte? Es ist ungewöhnlich, wenn ich überhaupt mal drauf achte, auf die mittlere Reihe. Er ist Celia und jetzt ich? Das muss der Hauptmann erfahren. Ob Celia hier entlang ist? Ah. Zerbier ich 6 Gegenteller? Wie macht man das denn?
Nummer 5. Sachsteller werden es nicht unbedingt von Nachteil, jetzt was ist gerade schon. Ich habe eben das Gefühl, dass von den dunkelgrün irgendwie die meisten Teller kommen. Erstmal mehr Schaden, dann einmal die Nummer und dann schmeißen wir den ganzen Mist hier hinterher. Das ist schon fast tot. Hello, Blau. Wollte ich eigentlich grün haben? Hat er sich irgendwie geheilt? Er war doch vorhin schon bei 500. Und lösen wir es nochmal aus. Erst Blau und dann kommt der Rest automatisch. Super. Mein Trip hat versagt, das muss das Mädel gerade biegen. Celia kann nicht mehr weit sein. Und 3 Sterne mit dem ersten Anlauf ist wohl mittlerweile auch nicht mehr. Höchstens 205 Sushi, okay. 13 drüber, 218 haben wir. Falkenklippe? Hey Celia, freut mich, dich zu sehen. Ich habe nach dir gesucht. Du bist wohl nicht ganz bei Trost. Wir sind doch Feinde. Nun müssen wir kämpfen. Du, mir ist gar nicht klar, warum wir überhaupt miteinander kämpfen. Ganz einfach. Wenn ich dich erledige, endet dieser Krieg endlich. Ein absurder Gedanke. Jene Handlungsweise wird mitnichten zum Frieden führen. Wisst ihr eigentlich, was ihr tut? Ihr hetzt den Krieg mit eurer Achtlosigkeit doch nur an. Wir? Hey, nun übertreibt man nicht. Es hat keinen Sinn, Musashi. Sie will in jedem Fall kämpfen, also tun wir den Gefallen. Let's Eat ist auch echt eine geile Kampfansage, ey. Was bietet sich denn jetzt an? Ich sag nur noch bunte Scheiße. Gelb. Jetzt hätte ich nicht stoppen dürfen. Zeit hatte ich eigentlich noch. Ja, lösen wir es doch mal aus. Grün, 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 blau, blau. Double-edged blade for paradise.
beeilen. Dass man aus der untersten Reihe in die Urse hüpfen kann. So, machen wir den und den. Und dann Grün hinterher. Ich weiß nicht, ob seine Fähigkeit als Grün zählt. Weil diese grünlichen Teller, wenn wir Jinrais Zauber anwenden, die haben ja sonst nicht die Farbe. Schon wieder verloren? Warum bist du nur so stark? Hoffentlich versteht Celia mich bald. B. Unter 95 Sekunden haben wir nicht geschafft. Diese Stärke, wieso bist du nur so kampfgewandt? Na, weil du doch ständig Kämpfe anzettelst, junge Dame. Also, ich mag Sushi unheimlich gern, mehr ist es nicht. Und jedes Mal, wenn ich es esse, ist es noch leckerer. Es hört nie, nie, nie auf. Ich muss dafür sorgen, dass die ganze Welt weiß, wie toll Sushi ist. Und am besten schmeckt gutes Sushi... am besten schmeckt gutes Essen, wenn man es mit anderen teilt, stimmt's? Im Waisenhaus waren uns damals sogar ein paar Nüsse oder Kräuter ein Festmahl. Im Waisenhaus... Das ist meine Einstellung zu Sushi. Ich will es mit allen teilen. Sushi geht einfach total ab. Deine edle Philosophie ist edel, wenn auch nicht ganz so edel ausgedrückt. Du erwartest zu viel von einer Waffe. Hä, wie meinst du das? Sushi ist eine Waffe. Der Geschmack ist egal. Was du beim Essen fühlst, auch. Dann bin ich jetzt wohl deine Gefangene. Habe ich Versagerin ja nicht besser verdient. Och, jetzt habe ich mich gerade so gefreut und dann musst du sowas sagen. Warum sollte ich eine Gefangene wollen? Ich lass dich gehen, du bist frei, Celia. Musashi, überlege das bitte gut. Bist du dir wirklich sicher? Diese Wahl könntest du noch bereuen. Sicher bin ich sicher. So merkst du vielleicht irgendwann selbst, wie lecker Sushi ist. Du redest immer noch davon? Musashi, du hast zwar richtig gehandelt, aber sie wird auch sicher nicht locker lassen. Ach, kein Problem. Wenn sie wiederkommt, fällt uns schon was ein. Ein etwas längerer Weg dahin. Das sieht auch aus wie ein neuer Abschnitt. Außerdem hatten wir gerade so eine Art Mittelsequenz von dem Kapitel, würde ich sagen. Dann bietet es sich, glaube ich, jetzt an, die drei Sterne und S-Ringe nachzuholen. Dir steht ja schon ein Freund von mir bei. Dann nimm einfach meine Sushi-Essenz, ja? Dann viel Glück noch, ja? Und sei lieb zu meinem Freund. Bis zu 1000 Erfahrungen, oder was? Guck mal, jetzt kriegen wir auch noch so einen Pony. Ich erzittere vor Freude, wenn ich sehe, wie du Sushi isst. Koste mein Sushi und wir werden einen Pakt miteinander schließen. Her damit. Unikan steht ihm nun mit seinem Zauber Tempo Total bei. Sehr gut, mein Name ist Unikan und meine Macht ist nun die deine. Das Packtellerchen von Unikan befindet sich nun im Futter deiner Jacke. Also gut, Grenztor Weg 6. Musashi, hier? Hehe, du kannst mir nicht ewig entwischen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Diese Celia ist so unnütz wie eine aufblasbare Hantel.
Du hast sie also zur Drecksarbeit gezwungen. Welch schändliches Verhalten. Ganz genau, du hättest sie nie in diese Sache mit reinziehen dürfen. Ha, ihr Spatzenhirne, nur damit ihr es wisst. Celia ist freiwillig in unserer Armee. Von wegen gezwungen, lächerlich. Sie ist beim Kämpfen in ihrem Element. Das macht es nicht besser, auch wenn sie sich freiwillig gemeldet hat. Du benutzt sie. Natürlich, ich nehme, was ich kriegen kann. Nur wer die Muskeln spielen lässt, überlebt. Also Männer, sorgt dafür, dass sie die Grenze nicht erreichen. Gebt 110%. Das stemmen wir, Chef. Wenn ihr versagt, ist Kartoffelschälen demnächst euer einziges Krafttraining. Verstanden, Chef. Ja, und jetzt lass es krachen. Es ist Urso. Ich finde diese Sprüche mit dem mehr als 100% geben so bescheuert, weil mehr als 100% kann man nicht geben. Ich weiß, es benutzen viele Leute, aber mir stößt sowas immer sauer auf. Wenn jemand sagt, oh, ich habe mich so angestrengt, ich habe 120% gegeben oder so ein Quatsch, da werde ich immer weich. Ich hoffe, da fühlt sich jetzt keiner angegriffen. Das ist zu spät. Oh, machen wir mal die drei grünen. Und dann die beiden roten. Ich mach heilen, auch wenn es nicht unbedingt nötig ist. Das ganze Grinden mittendrin, das lohnt sich wirklich. Macht das Spiel ein bisschen einfacher. Wäre auch traurig, wenn nicht. Zünden, schade. Nein, jetzt verliere ich meine ganze Masse. Verzeihung. Ich spür's schon. Klasse, kannst du ja auch nicht verlieren. Aus dem Weg jetzt. Hui, ohne Schwarzgurt über 50.000. Und alle drei Sterne. Das können wir glaube ich noch gar nicht. Cherry Khan, dein Appetit ist wirklich beachtlich. Sushi liegt dir wohl sehr am Herzen. Magst du mein Sushi essen? Dann können wir einen Pakt schließen. Her damit. Das sieht aus, als wäre eine Erdbeeren drin. Yum! Cherry Khan steht hier nun mit seinem Zauber Turbo-Zauberpei. Turbo-Zauber oder sagt uns was? Hat ein Gegner, glaube ich, schon. Toll, ich bin Cherry Khan. Schön, dich kennenzulernen. Das Packtellerchen von Cherry Khan befindet sich nun im Futter deiner Jacke.